Hallo und herzlich willkommen beim Videotutorial zur Mitarbeit in der Wikipedia. Diese Folge gibt einen ersten Einblick in die Angabe von Quellen durch Einzelnachweise. Die korrekte Angabe dieser Hinweise ist wichtig, um die Herkunft der Informationen im Artikel für den Leser nachvollziehbar zu machen. Einzelnachweise haben die Gestalt von Fußnoten, sind aber nicht für inhaltliche Anmerkungen gedacht, sondern nur für Quellenangaben. Inhaltliche Anmerkungen sollten möglichst direkt in den Text eingearbeitet werden. Du kannst die Verwendung von Einzelnachweisen in deiner Spielwiese üben. Bei einem neuen Artikel legen wir zuerst einen Abschnitt an, in dem die Einzelnachweise später dargestellt werden sollen. Bestehende Artikel haben häufig bereits einen solchen Abschnitt, dann ist dieser Schritt nicht erforderlich. Dann fügen wir einen Platzhalter ein, in dem später die Liste der Belege angezeigt wird. Der Platzhalter besteht aus einem kleiner Zeichen, dem Wort References, einem Leerzeichen, einem Schrägstrich und einem größer Zeichen. References ist das englische Wort für Verweise. Als Beispiel nehmen wir den Satz: Barack Obama wurde am 4. August 1961 auf Hawaii geboren. Auf der Website des Weißen Hauses findet sich eine Biografie von Barack Obama, die wir nun als Beleg zitieren wollen. Falls sich der Cursor noch nicht am Ende des Satzes befindet, bewegen wir ihn jetzt dorthin und klicken auf die Schaltfläche Quellennachweis. In das Pop-up-Fenster trägt man den Text des Einzelnachweises ein und bestätigt mit Einfügen. Zur Kennzeichnung des Einzelnachweises wird der Text vorn und hinten von einem sogenannten Ref-Tag umrahmt. Dieses besteht aus dem Kürzel Ref, das von kleiner bzw. größer Zeichen eingeschlossen ist. Mit der Vorschau kann man wieder die richtige Darstellung kontrollieren. In der Wikipedia gibt es klare Vorgaben für die Formatierung von Einzelnachweisen. Im Zweifel sind aber falsch formatierte Nachweise immer noch besser als gar keine. Weitere Informationen zu Quellenangaben findest du unter dem unten angegebenen Link auf Wikipedia. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.